Niedlich. Nein, ich wollte da das. Pika! Watzapf. Auch ein cooles Pokémon. Ja, ja, du bist immer noch fast tot. Meine Güte, hab ich nicht so. Ja, Steins-Pokémon, ne? Ist okay, wenn du mich langsamer machst. Also, das tangiert mich nicht. Alter! Nicht so viel Schaden. Mabula. Muss auch so viel Schaden. Nur mit einer normalen Attacke. Nein, wollte schon sagen. Ah, ich glaube, ich bringe Face vorbei. Das ist, glaube ich, das Cleverste, was ich tun kann. Nochmal Klammer. Nochmal 3 KP, aber es passt. Dann haben wir Klonkett auch wieder ein Level Up. Level 18. Ah, Klonkett entwickelt sich. Nice. Es wurde zu Waggon. Waggon. Schön, wieder kurz Ruhe. Ich habe mich wieder umpositioniert. Alle 2 Stunden tue ich das jetzt. Gesteinfeuer. Es produziert Steinkohle in seinem Körper. Die von ihm abfallende Kohle wurde früher in der Galar-Region fürs tägliche Leben genutzt. Voll der böse Blick. Aber damit haben wir dann jetzt 2 Feuer-Pokémon. Ah, meine Decke. Und Nitro-Ladung ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ein schnelles Gesteins-Pokémon könnte gar nicht mal so dumm sein. Nitro-Ladung. Ein Boldi? Ah, der Rakete. Okay. Haben wir eine Käferattacke? Kannst du das denn? Ja. So. Und ich will, dass du Tekke dafür verlernst. What? Zigzags kann das erlernen. Damit, das wäre eine der Sachen, mit der ich jetzt nicht gerechnet hätte. So, damit Zigzag auch mal bekämpfen kann hier. Nein, geht mir weg. Weg, 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 weg mit euch. Das klingt noch ein Dickdreh. Ein wildes Pokékind erscheint. Das wollte ich schon immer mal sagen. Die Evoli sind niedlicher als die Pikachus. Pokékind-Sira fordert sich voraus.
du ein Feen-Pokémon? Ja, bist ein Feen-Pokémon. Könnte jetzt kontraproduktiv für mich ausgehen. Ach doch. Wir greifen trotzdem an. Komm, Kopfnuss. Ha. Nochmal Kopfnuss. Na, okay. Ganz gewonnen. Wenn du so, wenn's nur sowas einsetzt. Level 14. War's schon vorbei? Ich sehe so glücklich aus beim Verlieren. Das Pikachu-Kind hat dann so rumgestampft. Wo das Mauzi, das könnten wir fangen, aber das haben wir ja noch nicht. Und es ist ein neues Pokémon. Doch, das ist jetzt ein Vollbart. Wie so ein tasmanischer Teufel, ich kann es nur noch mal sagen. Alter! Nehmen wir Voldi. Typ Stahl könnte es sein. Stimmt. Und Typ W. Typ Stahl. Muss Typ Stahl sein. Nicht sehr effektiv, Tackle. Ah. Okay. Na verdammt. Okay, jetzt haben wir es besiegt. Ich dachte, es überlebt mit so einem KP. Also hat Metallklaue so viel Damage gemacht. Step Metallklaue. Wally, bleibst du wohl hier? Hier geblieben. Wally ist mit dir zusammengestoßen und stehen geblieben. Oje, ist alles in Ordnung? Das hat einen ganz schönen Oje, ist alles in Ordnung? Das hat einen ganz schönen Knall gegeben. Hey, warte mal, du bist doch ein Arena-Challenger, oder? Ja, bin ich. Was ist doch? Ich hab dich bei der Eröffnungszeremonie gesehen. Mein Name ist Yaro. Ich bin einer der Arena-Leiter und mein Spezialgebiet sind Pflanzen-Pokémon. Hochleben die Pflanzen, Tofu für alles. Ich muss sagen, auf dich bin ich schon besonders gespannt. Schließlich trifft man nicht alle Tage auf einen Trainer mit einer Empfehlung vom Champ. Du findest mein Stadion, wenn du der Route noch ein Stück weiter in diese Richtung folgst. So, und du bist jetzt artig und kommst schön zurück zum Stadion mit mir, Freundchen. Ich will nicht, dass die Arena-Challenger zu lange auf uns warten müssen. Hey Juri, schau mal. Das Arena-Stadion von Turfield, wir sind da. Pflanzenarena. Unsere erste Arena. Nach 3 oder 4 Stunden. Arena-Leiter Yaro ist zwar wieder zurück. Aber die anderen Challenger waren schneller als wir. Sieht so aus, als müssten wir eine Weile warten, bis am Arena-Stadion etwas weniger Andrang ist. Sieht total so aus. Ach übrigens, Sanja hat nach dir gesucht. Sie will dich was fragen, Juri. Mich hat sie auch schon damit genervt, aber ich hab nicht ganz geschnallt, was sie von mir wollte. Du solltest sie auf dem Hügel finden. Wenn du den Hügel nicht sofort findest, dann wirf einfach einen Blick auf deine Karte. Woll. Ah. Hey, das ist doch Sanjas Woll dir. Woldi, am besten folgst du ihm einfach. Es ist der geborene Wegweiser.
Oder ich heile erstmal meine Pokémon. Vier Pokémon sind entwickelt. Das ist doch schon mal. Ne, drei Pokémon. Hoppla. Es ist ja kein seltener Anblick, wie Yaro ganz gelassen in der Wolle herläuft, die aus dem Töffelstall entwischt sind. Wir sollten uns endlich mal ein passendes Souvenir zu der Geoglyphe beim Fan lassen. Geoglyphen-Marmelade, das wär's. Klingt toll. Alle Firmen, die ihr Werbung machen, gehören Rosé. Wenn man etwas vernachlässigt, dann kommt irgendwann der Moment, an dem man es bereut. Das stimmt. Ah, okay, da kommen wir so oder so noch lang. Da auch, wenn wir noch runtergehen. Bye-bye. Hast du schon den grandiosen Ausblick vom Hügel genossen? Der ist einfach atemberaubend. Und wenn du ihn schon gesehen hast, genießt du ihn am besten gleich nochmal. Der Name der Geoglyphe wurde wohl nicht überliefert. Vielleicht war es ja verboten, den Namen auszusprechen. Ich habe die Geoglyphe zwar fotografiert, aber das kommt niemals an das Original heran. Ja, zumindest kann ich mir jetzt immer die Bilder ansehen, um mich daran zu erinnern, wie besonders es war, diesen Ort in Natura zu sehen. Woll. Drei Kapseln X-Angriffe, wen interessiert denn der Geschmarrn hier? Diese rätselhaften Steingebilde. Wurden sie von Menschenhand geschaffen oder doch eher von Pokémon? Blattstein. Hui. Danke, Voldy. Bye-bye. Voll. Super, dass du extra vorbeigekommen bist. Ich brauche hier mal deine Meinung. Siehst du diese Figuren da auf dem Hügel? Diese Bodenzeichnung nennt man Geoglyphe. Was glaubst du, was das darstellen soll? Ja, das ist eine mögliche Interpretation. Das könnte ein Dynamaximiertes Pokémon sein. Aber die Leute, die vor 3000 Jahren gelebt haben, sollten eigentlich nicht mal wissen, was Dynamax überhaupt ist. Sie hätten mehr als nur eine blühende Fantasie gebraucht, um solche präzise Abbildung davon zu erstellen. Vor langer, langer Zeit erschien ein schwarzer Wirbel im Himmel über Galar und gigantische Pokémon begannen in der Region zu wüten. Die Leute nannten den Wirbel Finstere Nacht. Was mag das wohl gewesen sein? Und was hatte der Wirbel mit dem Dynamax-Phänomen zu tun? Fragen wir Fragen. Wie es aussieht, ist es mein Job, Antworten auf sie zu finden. So viel Arbeit, nur weil mir meine Großmutter ins Gewissen geredet hat. Danke auf jeden Fall für deine Hilfe. Hier, nimm es. Dankeschön, diese Liga-Karte. Yaro, der Arena-Leiter der Fit ist auf Pflanzen-Pokémon spezialisiert. Feuerkäfer und Flugattacken sind gegen Pflanzen-Pokémon sehr effektiv, falls du das noch nicht wusstest. Eis auch, falls du das noch nicht wusstest. Oh, und nimm dir mit, was deine Pokémon im Kampf gegen Yaro schlapp machen sollten. Geh und zeig dir im Stadion von Turfield, was du auf den Kasten hast. Wie kann es sein, dass eine vor Ewigkeiten angefertigte Geoglyphe heute noch existiert? Ich komme einfach nicht aus dem Stadion raus, aber wenn ich so zu viel drüber nachdenke, habe ich wieder schlaflose Nächte vor mir. Natürlich ist ja das Pokémon dabei geholfen haben, die Geoglyphe zu erschaffen. Oh. Ich habe eine Theorie, hä? Ich muss nur noch ein bisschen wachsen, dann kann ich meinen Kopf durch das Loch da stecken. Oh, ich bin zu klein dafür. Wusstest du, dass irgendwo in Töffel dein Schatz vergraben liegt? Ich habe diese Karte hier auf der angeblich sehe, wie man findet. Mit Monumenten, die aus dem Boden sprießen, bist du geschwind den Kreislauf schließen. Erschwanzt du deine Stärke, danach Schwäche? So findest du den Schatz auf dieser Fläche. Mir steht er nicht. Ich verstehe nur Bahnhof. Der Stärke dann noch Schwäche. Ja, Pflanze ist gegen Wasser stark. Und schwach gegen Flug, Käfer, Eis und Feuer. Wenn man hübsche Blümchen mit sich trägt, werden oft Pokémon davon angelockt. Pflanze.
Erst Pflanze, dann Stärke und dann Schwäche. Unlicht. Welchen Typen haben wir hier? Gift. Gift auch gegen Pflanze sehr effektiv. Fluch auch. Wasser. Also, wenn ich jetzt hier alle in der richtigen Reihenfolge anquatsche. Passiert dann was? Pflanze. Dann Wasser. Und dann Flug. Und dann Gift. Ich verstehe es nicht, ob ich da irgendwas machen muss. Pflanze ist Pflanze dann Stärke und dann Schwäche. Ist ja doof, wenn zwei Schwächen da sind. Gib dir das, Juri. Ich hab den Pflanzer und das ging fix, was? Tja, wenn es um Volley geht, bin ich eben unschlagbar. Was ich damit meine, das musst du gleich sehen. Keine Angst, du packst es bestimmt auch. Du bist schließlich mein Rivale. Oh, ich hätte nur mit denen reden können. Na egal. Hey, ich bin's, Balduin. Als Zeichen unserer Freundschaft habe ich hier einen ganz tollen Ball für dich. Ein Freund ist Ball, ist das nicht toll? Der Lispeln wird den Ball ja so umfahren hat. Fängst du ein Pokémon mit einem Freundesball, ist es dir gegenüber sofort zutraulich. Schon faszinierend, was so alles in einem Pokéball steckt, oder? Schnauze. Ich schaffe es einfach nicht mehr, ein Galar-Mauzi zu fangen. Wenn du eins hast, würdest du es gegen mein Mauzi tauschen. Ich hab ein Mauzi. Feuerattacken sind gegen Pflanzen-Pokémon sehr effektiv, das gehört zum Grundwissen. Du bist ein Arena-Challenger, oder? Wenn du dir den Pflanzenohren schnappst, merke ich mir deinen Namen. Merke ihn dir gut. Obwohl, irgendwann wird ihn dir jeder wissen. Wer die Arena-Mission nicht erfüllt, kann auch den Arena-Leiter nicht heraushauen, richtig? Woraus hier wohl besteht? Ich bin sehr gut im Tanzen, ob das hilft? Ja, falsch Betonung. Egal. Ist ja wohl klar, mit welchem Pokémon ich das mache, oder? Ah, ein Arena-Challenger. Willkommen. Lass mich dir erstmal den grundsätzlichen Ablauf der Arena-Challenge erklären. Das hier der Arena-Challenge besteht darin, die verschiedenen Arena-Missionen zu bewältigen und die Arena-Leiter zu besiegen. Von jedem Arena-Leiter, den du besiegst, erhältst du einen von insgesamt 8 Arena-Orden. Alles klar. Möchtest du dich gleich in der Arena-Mission versuchen? Oh ja. Dann solltest du ja alle erstmal in deine Uniform schlüpfen. Dies ist bei Arena-Mission Pflicht. Pflicht ist auch was zu trinken, wenn die Stimme langsam abkackt gefühlt. Nun kann die Arena-Mission beginnen. Zeig, was du drauf hast. Es ist schon 5.10 Uhr. Ich spiele schon 5 Stunden. Ungefähr. Das sieht cool aus. Ich muss sie treiben, ha? Huh? Die Mission, die der Arena-Leiter von Turfield für Challenger vorgesehen hat, besteht darin, diese bockigen Body zu dieser Heubahnwand zu treiben. Ich bin übrigens der Schiedsrichter Stuart, laut meinem Namen. Meine Aufgabe ist es, den geregelten Ablauf der Arena-Mission zu überwachen und die Ergebnisse der Kämpfe weiterzuleiten. Nun denn, möge die Arena-Mission beginnen. Wie sie rollen.
Easy peasy, Mann. Nein, nein, nein. Aus. Willkommen, Arena Challenger. Wenn ich mit dir fertig bin, suchst du sofort das Weite. Aber nimm's nicht persönlich, das ist mein Job. Ja, hast du Angst vor Käfern? Nein? Solltest du aber. Soll ich dir sagen, warum? Weil sie dich vernichten werden. Oh, Blattwerk. Oh, wie niedlich. Gloat! Level 20. Viele Level, bitte. Du und deine Pokémon seid eine Einheit. So, wie ihr sich für ein Arena-Challenger gehört. Kannst jetzt das Weite suchen. Bis zum Lappen. Deine Pokémon haben doch bestimmt Lust, ein bisschen Frust abzulassen und ungehemmt ein paar Attacken zum Besten zu geben, oder? Oh, ist das niedlich. Gut, ich bin komplett über dein Niveau. Oh, ich bin schneller. Oh, ein KP. Oh. Puh. Ich muss mir schon langsam Sorgen machen. Gut, dass ich überhaupt nicht überheblich bin. Thermopod Level 18. Mirapla. 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 Flammenrad. Zack. Oh, brennt sogar. Alles klar. Besiegt. Ach, oder? Das heißt, ich ist schon wahrscheinlich krass entgegen. Wow, da wird ja das Voldi in der Pfanne verrückt. Voldi in der Pfanne. Achso. Gut, macht ihr das. Ich find's witzig. Und kreativ. Oh, oh. So, da haben wir sie wieder alle zusammen. Du hast es nicht mehr weit bis zum Arena-Leiter, aber freu dich nicht zu früh. Die hat auch die letzten 3 Tage nicht geschlafen gefühlt, so wie die aussieht. Das erreicht Level 15. Oh, coole Augen. Geh mir weg damit. Mirapla. Flammenrad. Gift. Oh, du Frechdachs. Was ging daneben? Ah. Oder es hatte keine Wirkung. Ich weiß nicht. Hab nicht gelesen. Flagleon Level 20, Voldi Level 19. Mann, bist du stark, jetzt darfst du dich freuen. Als nächstes wartet der Arena-Leiter auf dich. Nein, die
sein, aber bis jetzt war er nicht wirklich eine Herausforderung. So, sobald die besiegt sind, laufen die Voidies nicht mehr rum. Es müsste erinnert leider, da K.O. am Boden liegen, weil die ganzen Heuballen in die Fresse geflogen sind. Ist das jetzt im Stadion? Du hast die Arena-Mission erfolgreich abgeschlossen. Das ist cool. Mein Arena-Stadion ist die erste Anlaufstelle für alle frisch gebrackenen Arena-Challenger. Daher gibt es hier so viele Herausforderer, dass ich kaum eine ruhige Minute bekomme. Also habe ich mir eine besonders knifflige Arena-Mission überlegt, dachte ich zumindest. Für dich war sie offenbar kein Problem. Hut ab! Du scheinst ein gutes Gespür für Pokémon zu haben. Noch ein Grund mehr für mich, alle Register zu ziehen und mein Pokémon zu Dynamaximieren. Das wird ein spannender Kampf. Hochlebe die Pflanzen! Arenaleiter Yarrow fordert sich heraus und das ist verdammt cool. An bestimmten Stellen in der Galar-Region ist es Pokémon möglich, gigantische Ausmaße anzunehmen. Dieses Phänomen nennt man Dynamaximierung. Begrüße das Dynamax-Symbol, das erscheint von einem das Dynamax-Band aufleuchtet, kannst du dein Pokémon Dynamaximieren. Die Dynamaximierung eines Pokémon hält nur 3 Runden lang an. Ein Dynamaximiertes Pokémon kann mächtige Attacken einsetzen, die Dynamax-Attacken genannt werden. Diese Attacken lösen je nach Typ eines zusätzlichen Effekts aus. Warte in den richtigen Zeitpunkt für Dynamaximierung ab, um den Kampf für dich zu entscheiden. Dann haben wir schon das erste besiegt. Waggon. Noch ein Kotomi? Ja, wir sind zäh und ausdauernd. Farmer sind nämlich nicht so leicht unterzukriegen. Außerdem hatte ich heute eine Sellerie-Stange zum Frühstück. Ah, okay, das ist dein Dynamax-Pokémon. Zeit für Dynamax, wir werden euch mitsamt euren Wurzeln herausreißen. Ich hab nicht geguckt, wie viele Pokémon der hat. Hätte ich wahrscheinlich gesehen, wenn er nur 2 hat. Hätte ich mir durchaus denken können, dass das seins ist. Das ist die scheiß Giga-Tackle. Ich will mir meinen Thermoport das machen. Deshalb muss ich leider Waggon erfahren. Das ist jetzt einfach mein... Ja, okay, das war klar. Gut, ich hätte es sehen können. Zu den Sternen, hier kommt eine Dynamax-Attacke. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass ihr so aussieht. Vielleicht mache ich es doch nicht mehr mit der Pot. Thermopot.
Ja, wir machen sie Waggon. Viel Spaß damit. Und das war's. Volle Power. Thermopod Level 19. So verweckt unsere ganze Pflanzenpower. Du bist ein beeindruckender Arena-Challenger. Erstmal eine Bohne essen. Du hast dich richtig in diesen Kampf reingekniet und jetzt erntest du die Früchte dafür. Du hast im Rahmen der Arena-Challenge einen Arena-Leiter besiegt. Und deine Leistung zu ehren, verleihe ich dir hier mit dem Pflanzenorden. Du kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 25 fangen. 8 Orden musst du dir erkämpfen, wenn du die Arena-Challenge siegreich abschließen willst. Viel Erfolg dabei, geh und zeig's den anderen Arena-Leitern. Und lass uns jetzt so lange die Hände schütteln, bis es jedem hier drinne unangenehm wird. Ist es schon unangenehm? Nein? Lass uns weitermachen. Alles fit? Sonst so? Okay. Reicht. Meinen herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Arena-Leiter Yaro-Yuri. In Anerkennung deiner Leistung überreiche ich dir diese TM. Bitteschön. Zauberblatt. Dazu bekommst du außerdem Yaros Uniform. Aber bevor du fragst, es ist natürlich nicht das Original, sondern nur eine Nachbildung. Nur zu deiner Information, Yuri. Die Arena-Challenge sieht vor, dass du die Arenen in einer festen Reihenfolge abgrast. Für dich steht jetzt erstmal Kate, die Arena-Leiterin von Kirten, auf dem Plan. Route 5 führt dich direkt dorthin, aber mit dem Pflanzenorden in der Tasche könnte es sich lohnen, vorher einen Abstecher in die Naturzone einzulegen. Da gibt es nämlich einige sehr starke Pokémon. Es ist zwar nicht gerade einfach, Pokémon zu fangen, deren Level höher ist als das, als der deiner Team-Pokémon, doch der Aufwand lohnt sich. War voll easy. Yaro hat verloren. Oh nein, wie konnte er nur? Ja, Heimer. Das Gute war, das war jetzt Level 20. Also ich bin nicht so krass überlevelt gewesen. Ich war genau auf dem Level-Niveau wie er. Also gar nicht mehr so schlecht. Was bist du? Meinen die Schwäche? Pflanze, Erstärke, dann Schwäche. Ein
Ewigstein. Muss ich das dann nochmal in der richtigen Reihenfolge? Dass ich es nach den ersten drei Typen gemacht habe. Ich muss von Pflanze zu Wasser zu Feuer. Probieren wir es mal. Gucken wir mal. Pflanze. Weil da sind auch drei Statuen. Dann haben wir jetzt hier nämlich bei dem nur zwei Wasser. Und dann gehen wir zur Schwäche, und zwar dem Feuer. Im Boden ist etwas vergraben. Expertengurt. Okay. Ein Kamerateam. Zeit für ein hautnahes Interview mit einem Arena-Challenger. Was würde sich dafür besser eignen als ein Pokémon-Kampf? Ein gutes Team muss Trainer Pokémon strategierecht vor der Kamera. Ich muss gleich mal ich habe jetzt eine 2-Stunden-Ruheaufnahme hier. Ich muss das Ganze mal dann bearbeiten lassen. Klick und ein Iguana. Komm ich, glaube ich, mit einem... Und Aquavelle gegen Klick. Ja, das wird wehtun, aber ist okay. Ah, paralysiert, das ist nicht okay. Ah, der Schaden ist gut. Oh, Ladestrahl. Oh. Nicht cool. Nicht gut. Nicht gut. Bin ich gar nicht okay. Natürlich ein Volltreffer. Warum nicht? Ja, natürlich noch der Spiel. Ich glaube, das ist eine Ladestrahl sowieso immer. So. Pokémon wechseln. Dann gehen wir jetzt dazu. Ah, wieder Thermopod. Ah, willst du mich verarschen? Au. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich jetzt den Paraheiler Paralyse von Thermoportale und dann mit dem Flammenrad das Klick fertig mache. Aber ich glaube, Thermoport wird schneller als Klick sein. Ja, ist okay. Ja, haben wir das schon mal besiegt. Zickzack, Level 16. Zigzags, Kopfnuss gegen Iguana und wir heilen mein Thermopod. Waggon ist Level 20. Ah, und Cheatkraft? Ja, warum nicht?
Nein, ja, immer. Immer Katapult weg. Und schwupp. Puh, das lässt sich schwer in nur ein paar Worten ausdrücken, aber was für ein Potenzial. Eine Niederlage. Heißt das etwa, dass unsere Reportage ein Reinfall wird? Ich wollte eigentlich heute noch früh einen Portal-Part hochladen. So, ich werde jetzt aber mal ganz kurz speichern. Und eine Pause einlegen. Ja, 5,5 Stunden Spielzeit. Krass.